Liebe Handballerinnen und Handballer, in dieser schwierigen Zeit heißt es, zusammenhalten und vor allem zu Hause bleiben. Nachdem alle Handballhallen in Bayern zurzeit geschlossen sind und sowohl keine Spiele als auch kein Training stattfindet, hat sich der Bayerische Handballverband etwas ganz Besonderes überlegt. Wir möchten mit euch gemeinsam von zu Hause aus trainieren. Herzlich willkommen zu... Wir stellen euch regelmäßig Übungen vor, die ihr auf den Kanälen des Bayerischen Handballverbands, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube anschauen könnt, sodass wir gemeinsam von zu Hause aus trainieren. Alles, was ihr dazu benötigt, ein Sport-T-Shirt, eine Sporthose, einen Handball, vielleicht von unserem Partner Molten, und ein bisschen Platz im Kinder- oder im Wohnzimmer. Für die erste Folge gebe ich ab an Dominik Klein, der mit euch gemeinsam trainiert. Dominik, los geht's! Ja, servus auch von mir. Danke, lieber Ben, für die einleitenden Worte. Wir vom BHV wollen euch auch zu Hause fit halten. Und damit wir den wir gerade so sehr vermissen, nicht außer Acht lassen, kommt er später zum Einsatz. Aber jetzt wärmen wir uns erstmal auf. Okay, und dafür machen wir die klassischen Hampelmänner und fangen einmal ganz normal an. Halten die Hände über dem Kopf zusammen und versuchen mal die Hampelmänner, ja, so eine Minute könnte man schon hinkriegen, oder? Zum Aufwärmen. Ihr könnt auch mal variieren, indem ihr die Hände nach vorne macht und die Beine auch überkreuzt. Aber ich glaube, allen ist der Hampelmann geläufig und das sollte man schon eine Minute schaffen. Für die, die auch schon 3 Minuten schaffen, die sind dann so richtig warm, denn dann geht es nämlich los mit der ersten Kräftigungsübung. Und zwar haben wir uns gedacht, den Ball können wir schon immer im Einsatz halten. Wir legen uns auf den Bauch für die erste Kräftigungsübung. Achten darauf, dass die Füße zusammen sind, die Knie zusammen sind und weg vom Boden sind. Ihr seht es jetzt hier. Glaubt mir mal, die sind weg vom Boden. Und dann wollen wir den Ball nehmen und immer hinterm Rücken einmal wechseln. Das geht natürlich in eine Richtung, das geht aber auch in die andere Richtung. Und davon macht ihr mal 10 Wiederholungen. 5-mal rechts rum und 5-mal in die andere Richtung. Achtet darauf, immer den Po schön anzuspannen, Grundstabilität zu haben, Bauch anspannen und dann die Schultern und vor allem die Beine und die Füße vom Boden wegzulassen. Wenn ihr das geschafft habt, 10 Wiederholungen, kurz durchatmen, kurze Pause und dann machen wir das Ganze 3-mal. Wer schafft 3 Serien von euch? Oder seid ihr schon welche, die schon 5 wollen? Fangt langsam an. Mal gucken, wie lange wir noch zu Hause trainieren müssen. Kommen wir jetzt zu einer Prävention, um noch, ja, mehr Stabilität zu bekommen. Und zwar den Handwalk oder Handlauf. Dafür brauchen wir eine Grundposition. Stellen uns gerade hin und nehmen jetzt mal die Hände auf den Boden und versuchen mal ganz langsam mit den Händen nach vorne zu laufen. Soweit ihr könnt, aber ihr müsst stabil bleiben. Deswegen wieder Grundspannung im Gesäß, Grundspannung im Körper und dann kommen wir mit kleinen Schritten mit den Füßen wieder hinterher. Okay, nochmal zum Verständnis, Ausgangsposition, gerader Stand, Hände gerade auf dem Boden, die Beine bleiben durchgestreckt und jetzt wandern wir mit kleinen Schritten nach vorne. Wer möchte, darf hier auch einen Liegestütz einbauen. Ja, wir können auch hier kräftigen, wir laufen dann wieder nochmal ein Stück weiter vor und kommen mit den Füßen hinterher. Wer schafft es von euch schon 5-mal? Also, wir können noch mal ein bisschen Gas geben. Ihr schickt euch immer wieder, könnt ihr, wenn ihr das nachmacht, euch filmen, denkt an die Liegestütz, verlinkt uns den Bayerischen Handballverband und zeigt, dass ihr euch fit macht, bis die Zeit wieder kommt, dass wir zusammen trainieren können. Gut, jetzt wollen wir wieder den Ball. Jetzt wollen wir wieder den Ball in die Hand nehmen und da versuchen wir den Ball mal ein bisschen zu jonglieren. Mit der Faust, vielleicht auch abwechselnd. 1, 2, 3, könnt mal mitzählen, wie oft ihr das schafft. Oder für diejenigen, die das zu einfach ist, könnten wir mal abwechseln, immer abwechselnd. Flache Hand, Kante, nur mit der Faust, oder abwechselnd. Das ist euch überlassen. Da ist in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist hier im Langsitz
zu bleiben, oh, damit ihr immer den Ball bei euch behalten könnt. Okay? Ich hoffe, ihr seid dabei. Bleibt zu Hause, trainiert fleißig und bis bald. Euer Dominik.